Sonntag, 24. Juli 2011. Heute startet die große Wette. Kai vom Carrera Club Thüringen fordert Michael Schumacher raus auf dem Modell des Nürburgrings. Und ich wette, dass ich aus diesen 134 Schienen schneller das Modell auf 10 mal 6 Metern hier aufbauen werde, live um 14 Uhr. Und dann auf dem Modell 3 Runden fahre als zeitgleich, wenn das Formel 1 Rennen heute beginnt. Um 14 Uhr, der Michael Schumacher nur seine ersten 3 Runden gefahren ist. Wir haben natürlich auch das Formel 1 Live-Timing dabei. Damit können wir also dann immer gucken, wann Schumacher seine Runde gefahren ist. Michael Schumacher. Und parallel dazu haben wir auch natürlich das Bild von der Formel 1. So, jetzt wird die Strecke mal Test gebaut und vorbereitet für die Wette. Und gefahren wird natürlich heute kurz vor Filmstart des neuen Cars 2 Films mit unserem neuen Lightning McQueen. Den hat mein Sohn gewonnen beim Carrera Go 10 Jahres Videowettbewerb. Nochmal Dankeschön an Carrera für dieses Geschenk. Und dieses Auto wird jetzt gegen den Formel 1 Flitzer von Michael Schumacher antreten. Die Strecke ist jetzt aufgebaut, ungefähr knapp 11 Meter lang und 6 Meter breit. Ich fahre doch nicht mit dem Lightning McQueen, weil der ist sehr leicht und ohne Zusatzmagnet haut den mir hier in den Kurven raus, gerade bei so einer Schnellfahrwette. Deshalb habe ich mich entschieden, den Ferrari zu nehmen, zu testen. Hier wird es lustig, da geht nämlich nur die innere Spur, die andere stößt da an. Oder ich nehme hier den Renault für die Wette und jetzt fahren wir uns mal kurz eine Woche runter warm. Ferrari fährt da hinten gerade eine Runde rum. Also das ist der Nürburgring im Carrera Go Format mit Boxengasse. Und meine Aufgabe besteht darin, das Teil hier ganz schnell aufzubauen und darauf 3 Runden zu fahren. Und das muss schneller sein als der Michael Schumacher. Heute vom Platz 10 gestartet ist und seine ersten 3 Runden gefahren ist. So sieht dann der Nürburgring zerteilt aus und in ein paar Minuten geht's los, das Formel 1 Rennen. Jo, wir werden wahrscheinlich dann doch mit dem Renault hier fahren und hoffentlich hält das Wetter. Wir haben gerade ein bisschen wolkig, also fast genau wie in der Eifel. Hier hinten ist es blau, da ist es grau. So, die Zeitnahme. So, mit den Autos hätten wir einen fahren können. Wir haben aber Lightning McQueen nicht genommen, weil er ist etwas zu leicht. Und wir haben gerade ein paar Autos getestet. Und Christoph hilft mir jetzt hier bei der Zeitnahme. Wir haben uns entschieden für den Renault. Gegeben.
Dampfrunde noch nicht? Nein. Aber wir sind schon durch. Guck mal bei der Tele unten drunter, ob die eine Zeit anzeigen. Unter dem Video mit dem Fenster. Anderthalb Runden habe ich geschafft. Schade. So, die machen wir noch zu Ende. 1, 2, 3, 4. So, zweite Runde. Und jetzt die dritte Runde. So, oh, das war's. Und das war's. Oh, knappes Ding. Hat nicht geklappt. Schumi hat es geschafft. Anderthalb Runden haben wir noch gefehlt, um ihn zu schlagen. Also, ist echt hart. Ja, macht's gut.